Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um die 5 Mounts, die ihr aus den Insel-Expeditionen erspielen könnt. Und die will ich euch jetzt gleich mal zeigen und dann euch noch so ein bisschen Hintergrundwissen geben, wie ihr die triggern könnt und wie ihr die am besten und effizientesten farmen könnt. Jetzt gehen wir mal von dem Rülak hier hinten ein bisschen weg, denn ihr wollt ja sicher die Insel-Mounts sehen. Und dafür geben wir hier oben Insel-Expeditionen. Expedition ein oder Insel X reicht schon und insgesamt haben wir hier 5 Mounts und davon habe ich leider erst ein einziges erspielt. Das erste, was wir hier haben, ist der Quillen, das ist dieses schicke Ding hier, Quinchos ewiger Hund heißt der und den können wir erhalten, indem wir ja Mogu auf den Inseln besiegen. Das zweite, was wir haben, ist die Gischtqualle. Diese können wir erhalten, wenn wir Saurok besiegen. Dann haben wir den Klippenhornspringer. Den können wir quasi erhalten, wenn wir Yetis und Wendigos umhauen. Wendigos sind diese aufrecht stehenden Yetis quasi. Sieht man nicht so oft auf den Inseln. Dann haben wir den werten Krechts. Das ist ein schicker Papagei neben dem Haihappen, der einer der zwei, die man quasi jetzt am Anfang von BFA erspielen kann. Den können wir über alle Piratenmobs triggern, über diese Südseepiraten. Und das letzte, was wir haben, ist der Zwielichtsdrache. Und den erhalten wir über über Zwielichtsdrachen dementsprechend. Genau, das sind die 5 Mounts. Wie das jetzt alles genau funktioniert, will ich euch erklären. Wir queuen jetzt erstmal hier rein und schauen uns jetzt mal hier die Karte an. Das hat nämlich schon eine relativ große Relevanz für uns. Es ist nämlich so, dass jede Woche, also sprich jede Woche mit ID-Reset, mittwochs ist da immer der Stichtag, sich die Inseln ändern und auch die Bevölkerung sich ändert. Wir haben es im Endeffekt so, dass wir 3 random Inseln haben aus einem Repertoire von, ich weiß gar nicht, sind es 9 Inseln? 8? Irgendwas, ich weiß nicht, es sind auf jeden Fall doch ein paar Inseln. Warte, wir können es sogar nachgucken, indem wir hier auf Erweiterungsfeatures, Insel-Expedition, dann gibt es da bestimmt hier irgend so ein Achievement, dass man jede Dings mal gelaufen sein muss. Ne, gibt es gar nicht. Aber es sind einige Inseln auf jeden Fall. Gut, egal. Und das zweite, was wir hier haben, ist die Inselbevölkerung. Und die ändert sich jede Woche auch random. Wir haben jetzt zum Beispiel hier einmal die Wirkul, dann haben wir hier einmal die Kobolde sind es, glaube ich. Und dann sind es hier einmal die Furbolgs. Das sind jetzt alles 3 Grundbevölkerungen, die keine Mounts droppen. Und die sind aber auf jeder von, also auf, zum Beispiel auf dieser Eisinsel, sind immer Wirkuls jetzt diese Woche drauf. Und hier im Tiefgrün, in der tiefgrünen Wildnis sind immer die Furbolgs drauf. Ja, das ändert sich, wie gesagt, jede Woche. Es gab auch schon eine Woche, wo wir auf einer Insel Piraten als Grundbevölkerung hatten. Und da kann man natürlich relativ gut dann das Piraten-Mount kriegen, also hier Krechts dementsprechend. Also solltet ihr so ein bisschen immer Ausschau danach halten, was ist jetzt gerade für die Woche die Grundbevölkerung? Ist das eine, die Mounts droppen? Dann solltet ihr die Woche ganz aktiv sein und wenn dann 5 Wochen lang keine Mount-Mobs quasi auf den Inseln sind, könnt ihr auch ein bisschen weniger farmen, ja? Es können aber immer noch über Invasionen und über Grundmobs, bestimmte Mobs da sein, die Mounts droppen können oder auch andere Items, die quasi dann andere Items triggern können, wie Toys können getriggert werden, es können Pets getriggert werden, es können Transmog-Sachen getriggert werden, es können Quest-Items getriggert werden, da gibt es sehr, sehr viele Erfolge. Falls ihr euch dafür auch interessiert, da werde ich nochmal ein bisschen ausführlicheres Video machen. So, jetzt beginnt die Insel. Was machen wir als allererstes? Ich bin jetzt hier in einer Random-Gruppe drin, deswegen ist das jetzt nicht so optimal, aber zum Demonstrieren kann ich das euch einmal zeigen. Wir laufen jetzt einmal über diese Insel und versuchen erstmal ein paar Punkte zu triggern. Ja? Und zwar würden wir jetzt erstmal alles zusammenziehen, um erstmal ein paar Punkte zu triggern, beziehungsweise was sinnig wäre, sind diese 3 X einmal abzulaufen und zu schauen, was da für Rares dort sind. Es ist nämlich so, dass am Anfang immer 3 X da sind und diese 3 X zeichnen Rare Mobs aus. Diese 3 können auch Special Rare Mobs sein. Heißt, es kann theoretisch an diesen Positionen auch Piraten stehen, es können an den Positionen Saurok stehen mit einem Rare, es kann an der Position auch anderes Gedöns stehen, was halt auch kein Mount droppt, aber es kann halt immer auch ein Mount-Mob sein oder einen, den ihr vielleicht für ein Achievement braucht oder einen, den ihr für Dings braucht. Ihr habt die gerade gesehen, hier sind jetzt zum Beispiel diese Yetis. Das würde zum Beispiel Sinn machen, da mal zu gucken. Und hier haben wir eins von diesen
Von diesen Rare Spawns nochmal. Hier haben wir Trolle, gut, die brauchen wir jetzt nicht. Das X unten war der Riese, den brauchen wir jetzt auch nicht. Wir pullen jetzt aber am Anfang erstmal einen Massenpull, um ein paar Punkte gut zu machen. Denn es gibt hier verschiedene Invasionen, die kommen können und die sind meines Erachtens nach an den Punkten getriggert. Und zwar nicht nur an den eigenen Punkten, sondern an den Gesamtpunkten der Insel. Das heißt, sowohl das, was ihr an Punkten habt, als auch die Punkte der gegnerischen Fraktion. Was wollt ihr also nie machen? Hergehen und die gegnerische Fraktion am Anfang eingreifen. Erstmal bringen sie euch keine Punkte. Ihr haltet sie davon ab, Punkte zu machen, und ihr kriegt auch keine Punkte. Deswegen ist das das Schlechteste, was ihr machen könnt. Und ich reg mich immer auf, wenn ich in einer Random-Gruppe bin und meine Teammates die andere Fraktion angreifen, weil das bringt schlichtweg nichts. Ja, leider. So, wir bomben jetzt erstmal die Mobs weg. Ich habe jetzt ziemlich viele zusammengezogen, so rum. Mit einer Random-Gruppe solltet ihr da ein bisschen aufpassen, ob ihr das machen könnt, ob ihr die wegdamagen könnt. Und ihr müsst auch ein bisschen gucken, dass ihr die nicht zu weit zieht, denn teilweise resetten die auch. Ich habe die Mobs jetzt extra nicht darunter gezogen, weil ich weiß, dass da unten ein Punkt ist, wo die Mobs ganz gerne mal resetten, und das versuche ich eher zu vermeiden. So, jetzt müssen wir mal gucken. Falls ihr mit Inseln noch nicht so viel Erfahrung habt, diese Orbs bringen euch dreierlei Dinge. Und zum einen heilen sie euch fast wieder komplett hoch, wenn ihr durchlauft. Ich kann jetzt mal durch eine durchrennen. Ihr kriegt einen Buff, dass ihr 30% mehr Schaden verursacht und 20% mehr Life habt. Und das nächste, was es noch bewirkt, alle Verbündeten, die quasi in der Nähe gestorben sind, werden instant geletzt, solange sie den Geist nicht freigelassen haben. So, jetzt haben wir dann gleich diese ganzen Mobs totgehauen. Meine Teammates haben jetzt doch, also die Eule hat ziemlich gut Schaden gemacht. Ich muss meine anfängliche Skepsis den Leuten gegenüber wieder zurücknehmen. Wir sind jetzt fast bei 3000 Punkte. Und ihr habt gerade gesehen, wir haben hier unten eine kleine Sprechblase gehabt. Jetzt haben wir nämlich ein Event dann gleich getriggert, wo dementsprechend, ja, dieser Elementarlord kommt, also dieser, was ist denn das hier, von dem Azerith-Elementar quasi. Den wollen wir aber nicht umhauen, sondern den lassen wir nämlich der Horde. Wir haben jetzt schon fast ein bisschen zu viele Punkte gespielt. Wir müssen nämlich etwa gucken, dass wir, ja. Ah, jetzt kommt er. Genau, die große Ansammlung, das wird auch gemarkt, das ist hier unten. Den wollen wir nicht umbotschen, denn wir spekulieren jetzt ab dem Punkt darauf, dass die große Invasion kommt. Es kommt immer erst, wenn man etwa 3000 Punkte erreicht, wenn dann die Horde der Allianz kommt, dieser Elementarlord, das ist dieser hier, den wollt ihr prinzipiell nicht machen, ja? Weil der bringt euch relativ viele Punkte. Wenn ihr die Sachen abbaut, kriegt ihr auch viele Punkte. Jetzt haut der Hunter hier noch mehr um. Eigentlich wollen wir jetzt gucken, dass die Invasion kommt. Die Invasion wird meistens etwa dann getriggert, wenn beide Fraktionen zusammen etwa 5.000 bis 6.000 Punkte haben, dann kommt die Invasion. Das Problem ist jetzt, ihr seht, wir sind relativ gut, die sind ziemlich beschissen. Und zusammen haben wir halt noch nicht die Anzahl an Punkten. Und jetzt könnten wir das ganze Zeug hier abbauen, was wir nicht machen. Gut, der Rende macht es, der baut jetzt hier alles ab. Und wir kriegen einen Haufen Punkte dadurch. Und das Problem, was wir dann haben, wir sind dann vielleicht bei 5.000 Punkten, dann kommt die Invasion und wir hauen zwei Mobs um und haben gewonnen. Das wollen wir nicht. Wir wollen nämlich alle Mobs von der Invasion umhauen, dass wir möglichst viel Loot bekommen. So, da ich jetzt hier das Video aufmache und wahrscheinlich eh die falsche Invasion kommt, mache ich jetzt hier ein paar Sachen auf, um das einfach ein bisschen zu beschleunigen, bevor sie mich jetzt hier rauskicken, weil ich jetzt AFK rumsteht. Wenn ihr das aktiv farmen solltet, solltet ihr das am besten eben in der Gruppe machen. So, vielleicht nochmal zum Veranschaulichen. Ihr geht in das Ding rein, in die Insel, schaut erstmal in den Xen, das habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht ganz am Anfang gemacht, weil ich wusste, dass die Mobs unten resetten, was dann in den Xen an Mobs steht. Dann, wenn nichts Richtiges steht, zieht ihr alles zusammen, cleavt es weg, dass ihr schnell auf viele Punkte kommt, lasst die Erze stehen, dass die gegnerische Fraktion, also Horde oder Allianz, je nachdem, was ihr selber seid, die Erze abbauen kann, dass die auch relativ schnell mit Punkten hochkommen. Und für euch ist dann quasi interessant, was kommt durch die große Invasion. Und dann müsst ihr gucken, dass ihr, wenn die richtigen Mobs durch die Invasion kommt, die Invasionsmobs umhaut. So, ich will jetzt einfach die Invasion triggern. Ist jetzt relativ wurscht, ob wir zu viele Punkte haben. Wir sind halt ein bisschen zu schnell jetzt für die Horde. Warum? Ach, ja. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Ihr farmt die Horde am Schiff ab und jetzt kriegen die keine Punkte und wir triggern die Invasion nicht. Deswegen, ich wundere mich schon, warum die so schlecht sind, ja. Aber deswegen meinte ich, wenn ihr Items auf Inseln farmt, ob es denn Toys, Mounts, Pets oder Quest-Items sind, am besten spielt ihr es nicht mit Randoms, weil das ist echt das Dümmste, was du machen kannst. Egal, was du willst, auch wenn du nur EP farmen willst auf den Inseln, farm niemals die gegnerische Fraktion ab. Mach das einfach nicht. Das ist einfach nur,
ja, kontraproduktiv. So, jetzt haben wir, seht, ich habe gesagt, zwischen 5.000 und 6.000 Punkte haben wir etwa zusammen. Ne? Wir sind jetzt auf 5.000 hoch und jetzt ist die Invasion geprockt. Jetzt haben wir die Problematik, dass ich nur noch 900 irgendwas Punkte farmen kann mit der Invasion. Durch so eine Invasion, ihr seht, hier haben wir die ganzen Xe, kommen im Durchschnitt 4 bis 6 Rares plus einen Haufen Elite und Dings. Und das sind an Punkten an sich, wenn du alle töten würdest, sind es bestimmt 2.000, 3.000 Punkte, ja. Also sprich, wenn du die komplette Invasion mitnehmen willst, um möglichst viel Loot zu triggern, dann hast du die Problematik, wenn du natürlich schon so hoch bist, dass du die gar nicht mehr alle killen kannst, ja. Also dass es gar nicht mehr ausgehen wird. Deswegen, wie gesagt, muss man auch selber gucken, dass man seine Punktzahl irgendwo niedrig hält. So, priorisieren solltet ihr auf jeden Fall die Rares hier. Also die brauchen wir auf jeden Fall. Und die Named Elite sollten wir priorisieren. Manche gehen auch davon aus, dass die Non-Elite-Mobs quasi Loot triggern können. Und die Kisten, man kann es nicht hundertprozentig trennen, weil man die Rares selten rausgepult kriegt, ohne den ganzen Wust mit zu adden, ne? So, die killen wir jetzt und normalerweise müssten wir alle Packs machen, die auf der Insel sind. Also da hinten waren auch noch ein paar, aber das werden wir nicht mehr schaffen, weil wir dann dementsprechend schon viel zu viele Punkte haben. Das sind jetzt Naga-Mobs, die können kein Mount droppen, aber es hätten jetzt auch ja, Saurak sein können, es hätten jetzt auch Piraten sein können und diverse. Und ihr seht, die Kisten konnten wir jetzt nicht mehr mitnehmen, da hinten sind noch mehr Nager, die konnten wir jetzt leider schon gar nicht mehr machen. Und ja, gut, die Horde hat 300 Punkte. Das war jetzt genau ein Beispiel für, wie man es nicht spielen sollte, auf keinen Fall die gegnerische Fraktion ausbremsen, weil dann habt ihr halt genau die Problematik. Wenn das jetzt zum Beispiel eine Zwielichtsdrachen-Invasion gewesen wäre, dann hätte ich mich ganz schön geärgert, dass ich nur noch zwei Rares und nicht mehr vier oder fünf Rares fürs Proggen bekommen hätte. So, soweit dazu. Also am besten spielt das mit einer Gruppe, wo ihr euch absprecht, wo die Leute nicht irgendwas abbauen oder so, dass ihr nicht so schnell mit den Punkten hochkommt. So blöd es auch klingt, ihr wollt das Ding nicht so schnell gewinnen. So, dann zu ein paar anderen Sachen noch. Die Schwierigkeitsstufe ist im Moment angedacht, dass ihr auf Normal geht. Mit Patch 8.1 haben die Entwickler gesagt, umso höher die Schwierigkeitsstufe sein oder gewählt wird, umso höher soll die Dropchance für alle möglichen Items sein. Das ist im Moment noch nicht so. Heißt, und das ist auch nur eine Planung von den Entwicklern, das ist noch nicht fix. Ja? Heißt, es kann auch sein, dass es mit 8.1 auch nicht so festlegt. Aber im Moment, wenn ihr effektiv farmen wollt, geht ihr in den Normal-Modus. Ja? Da könnt ihr auch theoretisch das Ganze mit Twinks machen und parallel noch leveln, das empfehle ich. Dann kann ich empfehlen, wie gesagt, mit der Gruppe das zu machen, dann könnt ihr euch absprechen und geht nicht zu so schnell mit Punkten hoch. Wenn ihr euch dann noch für mehr Items interessiert, gibt es hier verschiedene Seiten. Zum Beispiel könnt ihr bei WoW-Head reingucken, das kann ich euch auch mal verlinken. Und da wird euch angezeigt, welcher Mob was zum Beispiel triggern kann. Ja? Wir schauen jetzt einfach mal hier die Zwielichtsdrachen, ne? Können quasi hier uns das Mount triggern. Oder schauen wir einfach mal bei den Trollen rein. Die haben hier einen Haufen Transmog-Items dabei. Oder hier zum Beispiel die Jinju. Was haben wir hier dabei? Da haben wir ein Spielzeug dabei. Transmog-Items. Also hat jeder Mob quasi seine Loot-Tabelle. Wenn wir jetzt hier gucken, ja, die Saurocks, da ist das Mount noch gar nicht drin. Es droppt aber bei den Saurocks. Ich glaube, die andere Seite hat es. Und zwar gibt es hier nochmal eine externe Seite, die heißt quasi wie WarcraftSecret.com, Guides und dann Island Expeditions. Und da haben wir nochmal ein bisschen mehr ja, an Aufzählungen. Ist es halt alles mit WoW Head verlinkt, weil hier, das ist hier schon ein bisschen älter und anscheinend wird es nicht so ganz hundertprozentig gepflegt. Wenn wir jetzt gucken, wo wir die Saurocks haben, hier müssten, glaube ich, dann, genau, hier haben wir die Saurocks und wenn wir jetzt hier drauf drücken, haben wir hier das Mount. Also da sind noch ein bisschen mehr Daten drin. Man hat halt hier nur die Links und hat halt nicht gleich schon schön die Symbole drin. Ne? Das ist halt der Vor- und Nachteil. Zudem gibt es halt hier, wie gesagt, verschiedenste Achievements mit zum Beispiel Quest-Items und Dings. Diese können halt genauso getriggert werden. Da macht ihr alles ganz genauso, wie ich es jetzt erklärt habe, nur mit dem Unterschied, dass ihr zum Beispiel nicht nur fünf verschiedene Mobs für die Mounts braucht, sondern dass am Ende zum Beispiel, ich habe jetzt hier noch die zuckende Masse, da brauche ich Old Gods. Wenn ein Old God Event kommt, freue ich mich halt auch, weil ich kann quasi dann auch mein Quest-Item getriggert werden oder hier bei bestimmten Murlocs kann noch das letzte Pet, was mir fehlt, getriggert werden. Also das sind dann auch noch so Punkte, aber im Endeffekt, ja, macht ihr es nichts anderes und das Wichtigste ist fast, nicht zu schnell Punkte zu triggern und auf keinen Fall die gegnerische Fraktion
Sachen anzugreifen, weil sonst passiert genau das, das ihr bei mir gesehen habt, das wollt ihr nicht. Gut, das war's soweit mit dem kleinen Video. Achso, nein, eins wollte ich noch sagen zu der Drop-Chance. Man kann hier keine bestimmte Drop-Chance ausmachen, weil man den einzelnen Drop sehr, sehr schlecht auf den Mob zurückführen kann, weil er ja immer am Ende droppt. Die Drop-Chance, kann ich euch sagen, ist sehr bescheiden. Ich habe jetzt insgesamt ein bisschen über 1000 Inseln gemacht, habe einen Mount. Da könnt ihr euch so ein bisschen ausmalen, wie lange das dauert. Hier seht ihr, 600 Inseln habe ich gemacht. Mit meinem anderen Char stehe ich hier gerade beim Char des Zorns rum. Muss mal kurz hier Rarity einblenden. Ich meine, ich habe etwa 400 Inseln im Moment gemacht. Wo haben wir es? Reittiere. Ja, 400, geht langsam schon mal auf 1100, ne? Also langsam wird es immer mehr. Ich mache das aber auch mit vielen Twinks, ne? Um die quasi zu leveln. Gut, das war's jetzt aber. Solltet ihr noch Fragen, Anregungen oder Anmerkungen haben, vielleicht habt ihr ja auch was gesehen, wie man es noch ein bisschen besser machen kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.